Hallo, mein Name ist Julia Matveeva. Ich bin Professorin an der Kharkiv-Universität. Ich bin Kunsthistorikerin, Künstlerin und auch Textilkünstlerin. Vielen Dank für Ihre Einladung nach Krefeld in Ihr wunderbares Museum, Textilmuseum in Krefeld. So, ich bin in Kharkiv in der Ukraine geboren und habe dort bis zum 24. Februar dieses Jahres gelebt. Mittlerweile bin ich mit meinen beiden jüngsten Kindern nach Griechenland gezogen. Ich lebe jetzt in einem kleinen Ort namens Kalambaka. Meine großen Kinder sind 25 Jahre alt, sie sind Zwillinge. Was habe ich mitgenommen, als ich aus Kharkiv geflohen bin? Oder welche Kleidung habe ich angezogen? Ich bin Textilspezialistin und Historikerin. Vielleicht erwarten Sie, dass ich etwas Besonderes trage. Aber ich trage eher die funktionelle Kleidung, wie eine Pilgerin. Als Künstlerin erstelle ich traditionelle Gemälde, Landschaften, Porträts, aber auch Stickereien, Wandteppiche, Spitzen und gestickte Ikonen. Hier sind zwei dieser gestickten Ikonen. Ich sage nur über diese zwei. Sie sind meine am liebsten. Und das sind keine einfachen Ikonen. Wir haben eine Tradition, dass Mann und Frau nach der Hochzeit Ikonen von Priester erhalten. Zuvor befinden sie sich im Altar. Solche Ikonen werden speziell erstellt und dann werden sie zu Familienikonen. Diese können Sie dann an Ihre Kinder weitergeben, oft auch für Hochzeiten. Die Ikonen für meine Hochzeit habe ich selbst erstellt. Ich habe jede von diesen Ikonen 4-5 Monate lang gestickt. Als der Krieg begann, nahm ich vor allem natürlich Kinder mit und dann diese Hochzeitsikonen. Sie sind nicht einfach. Jede von ihnen hat ein Geheimnis. Sie können geöffnet werden. Und im Inneren befindet sich ein Raum, der mitsamt dekoriert ist. Dort kann man wichtige Familienreliquien